Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Icarus. In der letzten Folge haben wir unsere Küche komplett eingerichtet. Was mir sehr gut gefällt, also ist echt gut geworden, muss ich sagen. Wir haben auch Licht hier. Wir haben einen Tisch mit Stühlen. Wir haben im Prinzip alles da. Wir haben auch alles angeschlossen an Wasser und Strom, was wir so brauchen. Ich hatte hier schon mal ein bisschen Tierfett ja, durchlaufen lassen. Und ich würde aber gerne, ich hatte irgendwo noch welches, genau hier. Dann brauche ich das eigentlich auch nicht mehr. Kann das nämlich weg, beziehungsweise kann auch zerstört werden. Okay. Das würde ich nur schnell nochmal wegsortieren. Die Wasser- und Stromleitung eigentlich auch. Die brauche ich jetzt nämlich auf die Schnelle erstmal nicht. Eisenbarren. Genau, die Leitungen. Was ist da denn für ein Tier? Ah, okay. Die Leitungen. Wo tue ich die rein? Erstmal in unsere Ramschkiste hier. Genau, das Tierfett nehme ich noch mit runter. Das packen wir hier rein. Obwohl, nee, das vergammelt ja nicht, gell? Das können wir auch hier reinpacken. Sehr schön. Was brauchen wir jetzt? Ich wollte noch ein paar von diesen Feldern machen. Von denen hier, genau, von diesen Anbauflächen. Dafür brauche ich ein bisschen Schwefel. Dafür brauche ich ein bisschen Schwefel. Ey, du solltest hier nicht sein. Sag mal, läuft die Anlage nicht, oder was? Die ist aktiv. Haut ab. Ihr Biester. Genau. Schwefel und Eisenbarren. Können wir, glaube ich, 4 Stück machen davon jetzt. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, genau. 4 Stück. Und dann würde ich nämlich Speisekürbis und Erdbeeren schon mal anbauen. Und ich würde gerne ein bisschen Weizen holen aus dem Waldgebiet, damit wir Mehl machen können, um Gebäck ja, herstellen zu können. Und dann ja, quasi ein bisschen höherwertige Nahrung auch zu haben. So. Hier. Und ich denke mal, hier kann auch noch eins hin. Genau, jetzt habe ich natürlich die Wasserleitung weggepackt. Die bräuchte ich dann dafür aber doch. Also ich habe das Spiel jetzt nochmal neu gestartet. Und es läuft jetzt deutlich besser. Also weiß ich nicht, vielleicht ist da irgendwas beim Laden schiefgegangen oder so. Oh, ich habe noch eins. Dann packen wir das hier noch mit hin. Ja, vielleicht ist da irgendwas beim Laden schiefgegangen. Ich weiß es nicht. So, Wasser. Das war nicht angeschlossen. Das hier auch noch nicht. Und das hier dann logischerweise auch noch nicht. Genau. Und wir brauchen noch mal. So, mal gucken, ob ich das so mache. Ah, das geht zwar da durchs Feld, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das sieht man kaum. Tun wir die Wasserleitung erstmal wieder raus. Holen uns unsere Samen. Ich würde vielleicht erstmal. Wir haben jetzt gebaut 4, ne? Obwohl, wir können auch ein bisschen Fasern wegmachen. Das heißt, ich mache vielleicht 4 davon und 4 davon. Genau, und dann gucken wir mal. Wir können auch schnell mal gucken, was wir überhaupt für die ganzen Pasteten brauchen. Das war hier. Für den Obstkuchen zum Beispiel. Aber ich wollte eigentlich das hier machen, ne? Die Gemüsepastete. Da brauchen wir noch Sojabohnen. Da brauchen wir gar keine Erdbeeren. Obwohl, wir können es ja dann. Wir können ja 4 verschiedene stacken, ne? Stimmt. Das sind so die simpleren. Mal gucken. Also Gemüsepastete auf jeden Fall. Dafür brauchen wir Pilze und normalen Kürbis.
Waldbeeren und Wassermelone. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Das würde ich auf jeden Fall machen. Die Gemüsepastete. Gebratenes Gemüse. Das klingt eigentlich auch sehr gut. Kürbisbrot. Erfahrung brauchen wir nicht mehr. Das klingt noch sehr gut. Allerdings weiß ich nicht, wo ich Pilze herkriege. Nee, ich weiß nicht, wo ich Pilze herkriege. Also das könnt ihr mir gerne noch mal in die Kommentare schreiben. Knusprige Kartoffel. Ich glaube, das sind ja auch eher so einfache Sachen. Pommes. Dafür brauche ich auch Kartoffeln. Das klingt auch gut. Was haben wir hier? Shepherd's Roll. Kumara. Das hört sich auch gut an. Herzhaftes Gebäck. Bräuchte ich Avocado. Ich glaube, die gibt es nur aus den Kisten, die ich quasi als Belohnung kriege. Obstmuffin. Also wir brauchen irgendwie alles, ne? Also hier haben wir Speisekürbis, Mais. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Mais. Obwohl, ich habe ja hier eigentlich. Hier habe ich ja Licht. Ich sollte vielleicht noch mal Mais. Mais, Weizen, Sojabohnen brauchen wir. Ne? Mais, Weizen, Sojabohnen. Genau, Karotten könnte ich vielleicht auch noch mal zumindest ernten. Die machen wir vielleicht sogar noch mal raus. Oh, jetzt habe ich das Ding aufgenommen. Bin ich doof. Jetzt habe ich. Naja, gut. Pflanze entfernen wir einfach nur X. Okay. Und dann machen wir hier das nämlich auch nochmal neu. So. Genau, dann machen wir jetzt vielleicht nur zweimal Fasern hier hinten. Genau, zweimal Fasern. Ich glaube, damit kommen wir hin. Machen viermal Erdbeeren. Machen viermal Speisekürbis. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 für Karotten. Genau, und die anderen würde ich erstmal freilassen. Bis wir dann quasi den Rest haben. Und das packen wir erstmal wieder hier rein. Falsche Kiste. Das kommt hier rein. Da und da. Und ich habe vergessen, mein Zeug zu essen. So. Die Karotten packe ich noch rüber. Zu Billy. Die müssen wir sowieso mitnehmen. Behalte ich auch ein paar im Inventar. So, mal gucken. Ich gehe aber vorher pennen. Ja. Wir gehen natürlich nicht bei Nacht los, sondern schön bei Tag, schön ausgeruht. Schön bei Tag, schön ausgeruht. Nicht doppelt schlafen, das wollte ich nicht. Tür zu. Tür zu, Tür zu. Die Tür ist auch zu, super. Genau, dann würde ich sagen, ziehen wir mal schnell ins Waldgebiet. Wie sieht es bei dir aus? Hast du nichts mehr zu fressen? Doch trinken, also trinken ist noch da, fressen ist auch noch da. Ich gebe ihm, glaube ich, mal schnell was per Hand. Genau, und schmeiß den Rest einfach hier mit rein. Genau. Und wir ziehen mal eine Runde los. Stalltür zu, wie sich das gehört. Und dann auf ins Waldgebiet. Und da besorgen wir uns ein bisschen. Ja, mal gucken, was wir so finden. Normale Kürbisse ja auch, gell? Kürbis, Mais, Weizen, Sojabohnen. Das ist das, was mir so einfällt. Waldbeeren vielleicht noch? Weil die habe ich ja auch nicht. Also im Prinzip habe ich hier ja gar nichts.
Ich find's immer so witzig, wenn die Elefanten da spawnen, die plumpsen einfach so runter, so plupp. So. Wenn ich das übrigens in den Patch Notes richtig gesehen habe, soll es wohl demnächst bald ein neues Tier geben. Wenn ich das richtig gelesen habe. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Weil das Bild hat es bei mir nicht geladen bei Steam. Konnte ich es mir leider nicht angucken. Aber das wäre natürlich cool, wenn mal wieder was Neues reinkommt. Ein neues Tier. Das hätte schon was. Vielleicht ist es ja auch ein neues Reittier. Wer weiß. So. Ach ja, mal wieder ein kleiner Abstecher ins Waldgebiet. Das hat doch auch was. Ja gut, jetzt ruckelt es ein bisschen, aber es ist meistens so, ne? Wenn ich von der Wüste quasi ins Waldbiom gehe, da habe ich immer ein bisschen Nachladeruckler. Was haben wir denn eigentlich hier? Ich glaube, das ist Platin. Das ist nichts, was wir brauchen. Da ist eine Hyäne. Oh, Mensch. Hört auf damit. Lasst uns einfach in Ruhe. Ja? Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, uns so aggressiv zu behandeln. Dann stelle ich dich mal auf defensiv, dann kannst du dich nämlich auch ein bisschen selber verteidigen. So. Oh, hier haben wir direkt Bärensamen rausgekriegt. Schön. Nein! Hör auf! Warum? Du sollst dich verteidigen und nicht aggressiv auf Tiere draufgehen. Bill, Mensch, benimm dich doch mal. Mann, 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 Mann. Hefe können wir noch mitnehmen. Hefesamen. Oh. Vergiss es. Nein! Das gibt's doch nicht. Also jetzt reicht's. Okay, ich muss dich umstellen. Das funktioniert so nicht. Der macht ja komplett, was er will. Jetzt habe ich ja tatsächlich in diesen scheiß Stock gehangen. Ey, Bill macht echt, was er will. Ah, hier haben wir auch schon direkt Weizen. Ist sehr schön. 6 Weizen zusammen, damit kommen wir definitiv hin. Die Weizen nehme ich aber schon mal mit. Hefe bräuchte ich vielleicht noch. Bärensamen würde ich auch nehmen. Oh ja, gut, Fasern nehmen wir so mit. Ach, ist ein Hase. Okay. Gut. Bill, wir gehen weiter. Komm. Wir müssen ein bisschen auf den Boden gucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Soja aussah. Wo bist du? Gut. Und dann reiten wir zusammen. Damit du nicht verloren gehst. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Soja aussah. Aber ich glaube, das hatte ich ganz am Anfang auch mal. Okay. Direkt Bärensamen. Sehr schön. Ah, doch, die Titansichel, da kriegt man doch einiges mehr raus. Ein Hase. Weizen haben wir. Mais. Mais, Soja.
und normalen Kürbis, wenn er uns über den Weg läuft. Und wir könnten sogar noch sowas wie Tee machen. Ne, dafür können wir diese komischen gelben Pflanzen abernten. Also diese gelben, gelben Blumenbüsche. Ich weiß nicht, ob es Blumen sind, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß immer nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit G, glaube ich. Ja doch, ich glaube, irgendwas mit G war's. Und hier haben wir auch direkt sogar noch... Na kommt her, wir nehmen das einfach mal mit. Lithium. Schwefel. Wenn's uns, also wenn es uns quasi so vor die Füße fällt, dann müssen wir es mitnehmen. Noch, weil wir brauchen auch wieder organisches Harz. Ja, laufen wir einfach mal hinterher. Ich gucke mich ein bisschen um. Du kannst dich auch ein bisschen umgucken. Nur bitte greif nicht irgendwas an. Und geh am besten noch drauf dabei. So, ein bisschen Holz könnte ich vielleicht sogar nochmal mitnehmen. So, wie viel haben wir jetzt? Das waren 343. Das ist eine gute Zahl, würde ich sagen. Das ist eine sehr gute Zahl. Was hatten wir jetzt? Relativ wenig Kupfer, ne? Könnt mal gucken. Aber gut, ja gut, bis zur Kupfer, also bis zum alten Kupferbohrer ist es ziemlich weit. Da würde ich jetzt nicht unbedingt hinreiten wollen. Nur wenn es wirklich, wenn wirklich Not ist. So. Da haben wir auch vier Hefesamen. Ich nehme vielleicht noch ein bisschen mehr mit. Das bräuchten wir ja quasi für Brot. So. Ein bisschen rumgucken. Ob wir hier irgendwo Soja. Sojabohnen. Oder. Oder Kürbisse finden. Die gibt es eigentlich relativ häufig. Also. Würde mich jetzt wundern, wenn wir es nicht, wenn wir die nicht finden. Da steht noch ein cooler Baumstumpf. Komm, den nehmen wir mit. Okay. Wow. Das war auch kein hochwertiges Holz. So. Nee, ich wollte was aufladen. Die haben 12 Kilo. Ja, packen wir das Holz da drauf. Erstmal. Und die fertigen Siliziumblöcke. Du willst es wissen, ne? Kann es sein, dass wir schon lange keinen Bären mehr begegnet sind? Irgendwie so das Gefühl, das ist eine ganze Weile her. Uns irgendwie mal ein Bär überrascht hat. Boah, 120. Das ist viel. Für so ein bisschen? Ja, für dieses kleine Ding? Das war eine ganze Menge. Stöcke nehme ich nicht mit. Die kann ich mir zur Not auch herstellen, wenn ich sie wirklich brauchen sollte. Sehr schön. Silizium nochmal mitnehmen. Bisschen Oxid. Ich glaube, das war ja beim organischen Harz 1 zu 1, ne? Also ein Oxid und ein Holz zu einmal organischen Harz. Das
heißt, wir sollten da auf jeden Fall ein bisschen was haben. Ein bisschen was vorrätig haben. Jetzt suche ich aber hier noch irgendwo. Mais habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Mais habe ich auch noch nicht gesehen. Immer mit, wir reiten mal zusammen. Bill, schrei, wenn du was siehst. Du hast einen besseren Riecher als ich. Was ist hier? Ach, hier gibt's Wassermelonen. Können wir vielleicht auch mitnehmen? Ja, direkt 5 Samen. Genau, die hier meinte ich. Diese gelben Samen hier. Das ist nochmal Silizium. Ginster. Okay, Ginster. Alles klar. Nee, da ist nix. Okay. Hm. Sieht so ein bisschen. Sieht so ein bisschen verdächtig aus wie irgendwas, was zu einer Quest gehört. Das war, glaube ich, Kaffee. Ne, jetzt, also Wassermelonen haben wir jetzt auch. Wassermelonensamen, falls wir wirklich welche brauchen. Die Wassermelonen selber schmeiße ich aber mal raus. Ginsterblüten. Ach, da habe ich gar keine Samen draus gekriegt, ne? Nee, habe ich nicht. Nee. Ah, hier. Hier sind Kürbisse. Nee, ich brauche das hier. 3-mal. 8-mal. Genau. Würde ich hier nochmal hinhacken. Nee, gibt es nur Ginster? Kann ich die nicht anpflanzen? Oder muss ich die so sammeln? Oh, was ist das? Sojabohnen. Ja, okay. Da haben wir jetzt erstmal genug davon. Dann Mais. Mais brauchen wir noch. Wartet mal kurz. Da ist mein Inventar schon wieder fast voll, ne? Greif mich nicht an. Lass mich einfach in Ruhe. Ach. Du blödes Vieh. Also wirklich. Also ich hätte nichts gemacht. Nichts. Nichts hätte ich gemacht. Okay, also... Na klar, jetzt sind hier die Bienen da. Okay. Schnell weg hier, wo die nächsten rauskommen. Ah. Gut, dann brauchen wir eigentlich nur noch Mais, glaube ich. Und dann haben wir eigentlich alles soweit mitgenommen, was ich wollte, was ich denke, was ich brauche. Genau, da sind halt alles unglaublich viel Platz weg. Ginster wollte ich gerne noch. Das ist mir eigentlich ein Rätsel, warum ich da jetzt keine Samen rausgekriegt habe. Nochmal Sojabohnen. Was ist das? Grüner Tee. Grün Tee noch? Warum wir grünen Tee? Da können wir bestimmt Tee draus machen. Logischerweise. Auch mit 5 Teesamen direkt. Also optimal. Überlege gerade, ob ich auch was rausschmeiße. Ich glaube, ich fütter Bill mal mit Kürbis. Und schmeiß den Rest weg. Weil... Da hat sie nur den Rest... ich kann es ja anbauen. Ja, ich habe jetzt Samen dabei. Die Beeren können eigentlich auch weg. Damit wir noch ein bisschen Platz haben, falls uns wirklich noch mal irgendwas Interessantes über den Weg läuft. Ginstersamen brauche ich ja zum Beispiel noch. Und ja, den Mais halt auch. Also Mais vermutlich sogar noch dringender für bestimmte Rezepte. Aber Ginster, da ich bin mir ziemlich sicher, da konnte ich Tee draus machen. Da können wir uns echt mal so eine Thermosflasche zurecht machen.
Obwohl die natürlich im in der Wüste auch nicht viel bringt, ne? So Tee in der Wüste trinken ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, das Baselab-Commander hatte das auch mal im Kommentar geschrieben. Er wartet quasi auf meine nächste Slapstick-Einlage. Und das hat er, glaube ich, dazu geschrieben. Dass gerne mal sehen würde, wie ich in der Wüste Tee trinke. Oh, Gewitter. Oh, nee. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ja, mit Holz, das bringt mir nicht so viel, wenn ich jetzt hier was mache, ne? Ach, verdammt, ich wollte doch aber Mais haben. Wo bin ich denn hier? Kann ich mich irgendwo verschanzen? Gibt es hier vielleicht zufällig irgendwo eine Höhle? Moment, das kriegen wir raus. Ist kein Problem. Das kriege ich raus. Wir hier irgendwo in der Nähe eine Höhle haben. Müsste. Oh, hier ist eine Unterwasserhöhle. Okay. Wir sind jetzt hier. Hier unten wäre eine. Reiten wir da schnell hin. Ist dann auch in der Gegend, in der wir noch nicht waren. Sehe ich hier sogar unterwegs noch Mais? Nee, das ist kein Mais. Das ist irgendwas anderes. Das könnte Kaffee sein. Da. Das sieht nach Höhle aus. Machen hier. Schon mit Billy auch durchkommen. Gut. Komm. Okay. Das hat gepasst. Oh, Bill, du stehst ganz schön im Weg. Du stehst echt ungünstig. Ist auf jeden Fall exotische Materie. Und noch ein bisschen Kupfer. Das sollte ich natürlich schon gerne mitnehmen. Kupfer. Ich glaube, draußen war sogar noch Aluminium. Ah, doch. Es gibt noch ein bisschen was ich gerne mitnehmen würde. Da würde ich die Steine auch hier lassen. Und die Ginsterblüten vielleicht auch. Dann gucken wir einfach mal, was wir was wir so mitnehmen können. Im Zweifel lasse ich... Komm, das kann eigentlich auch weg. Bereinige ich erstmal die Höhle. Aber ein Wurm müsste noch kommen, oder? Das waren doch immer so vier. Ach, du hast immer noch auf. Du bist immer noch auf Folge. Ne, bleib mal stehen. Ja, Kupfer, perfekt. Exotische Materie nehmen wir auch mit. Hier ist Aluminium. Das gefällt mir sehr gut. Also der Sturm ist auch gleich vorbei. Perfekt. Ist noch Gold. Platin brauchen wir eigentlich nicht. Wie gesagt, ich würde noch ein bisschen. Ich würde Kupfer mitnehmen. Kupfer ist wichtig. Da haben wir nämlich wieder ein kleines bisschen Mangel. 50-50, das passt. Aluminium nehmen wir nochmal mit. Ist draußen noch. Ich glaube, das stand hier um die Ecke. Ja.
Sehr schön. Nice. Hat sehr gut geklappt mit der Höhle. Ach, stimmt, hier bei unten noch Plätze frei. Ja, bauen wir das Kupfer noch ab. Vielleicht nehme ich sogar noch mal Eisen mit. Schmeiße die zwei Kupfer raus und nehme dafür noch ein bisschen Eisen mit. Das haben wir auch relativ wenig. 35. Da geht noch was. Ja, jetzt bin ich voll. Gut, Billy. Wir können eigentlich wieder zurück. Ich bin bereit, wenn du es bist. Nee, dann würde ich sagen, obwohl, na doch, bis zurück kann ich... Oh. Wir sollten doch lieber noch einen Augenblick warten. genau. Ach nee, ich brauche noch Mais. Nee, ich muss ja quasi noch unterwegs sein. Genau. Weil wir brauchen noch Mais. So was, die Sojabohnen habe ich mal raus. Und vielleicht dann auch die Trioxid, diese angefangenen Stapel. Ach, das kann ich nicht, wenn ich auf Billy sitze, ne? Ja. Gut. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Entschuldigt bitte. Ich glaube, das war schon das zweite Mal diese Runde. In diese Richtung laufen wir jetzt nach... So. Ja, okay, das nach unten. Da waren wir nämlich noch nicht. Da würde ich vielleicht mal ein bisschen... Einfach, dass wir mal gucken, was es da so gibt. Und vielleicht finden wir da auch Mais. Mais gab es ja eigentlich auch immer in großen Feldern. Was ist da? Oh, da ist nochmal ein See. Okay. Und da gibt es auch nochmal... Ich glaube, auf Ginster kann ich erstmal verzichten. Wenn ich dafür Mais finde, verzichte ich da gerne drauf. Ich glaube, bei dem anderen See, wo wir immer vorbeigelaufen sind, da gab es immer ein Maisfeld. Oder war das Weizen? Ich weiß es nicht mehr. Aber das kann doch nicht so... Das kann doch gar nicht so schwierig sein. Da ist bestimmt auch noch eine Höhle. Da. Okay, von wo kommt das denn? Hier hinten ist noch... Geht's noch weiter runter? Aber ob ich da jetzt Mais finde... Weiß ich auch nicht. Ich glaub's eher nicht. Das heißt, wir reiten jetzt erstmal wieder zurück und ich glaube, also ich glaube bei dem See hier, da gab es immer irgendwo... da gab es immer irgendwo Mais. Vielleicht fällt uns ja auch unterwegs irgendwas auf. Ins Auge. Reiten wir einfach mal außen rum. Und hier lang. Schreit und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was seht, was ich nicht sehe. Ja, ich weiß, das bringt ja nicht viel, ne? Aber könnt ihr natürlich trotzdem gerne machen. Und euch darüber lustig machen, dass ich es nicht gesehen habe. Brennt alles. Schöner kleiner Waldbrand. Echt kein Mais. Das ist echt merkwürdig. Wie gesagt, sonst gab es den doch öfter, oder? Oder ist das einfach gerade meine Unfähigkeit, ihn zu erkennen? Na gut, dann reiten wir mal in Richtung des Sees.
hoffen einfach, dass es da was gibt. Ansonsten muss ich das auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Obwohl, ich meine, ein bisschen haben wir noch. Zur Not können wir Billy ja auch irgendwas von unseren gesammelten Werken in den Rachen drücken. Ist auch nix. Da ist nochmal Weizen. Weizen. Aber kein Mais. Ist da unten? Das ist Soja, ne? Ja. Das ist Soja. Hier ist auch nochmal Weizen. Gibt's doch nicht. Ah, Billy. Mega. Du hast einen Wolf gekillt. Du bist der Wolftöter. Ist da hinten? Nee, ist auch kein Mais. Also sorry, dass ich das jetzt so in die Länge ziehe, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen, um irgendwie Mais zu finden. Ich reite jetzt einmal ums... Also ich bin jetzt hier einmal um den ganzen See drumherum. Aber ich habe kein Mais gefunden. Na dann reiten wir nochmal in Richtung unserer alten Hütte. Also ich zumindest. Und euch verabschiede ich erstmal in euren Feierabend oder in euren Abend oder ja, was auch immer. Auf jeden Fall verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Und wenn euch diese gefallen hat, dann lasst gerne Like und Abo da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.